Komm, wir probieren was Neues aus. Heute mal eine Praxisübung zum Mitmachen. Schön, dass ihr reinschaut. Ich bin Sarah, ich bin Anwalt. Wer es noch nicht wusste und wer Bock hat auf Jura-Content, ist hier richtig. Ihr wisst Bescheid, könnt gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Einmal unten klicken, kostet euch wie gesagt gar nichts, aber macht mir maximal Freude und los geht's. Heute möchte ich was Neues ausprobieren und zwar eine Praxisübung. Und nein, ich schildere jetzt keinen Sachverhalt und ihr erklärt dann, welche Ansprüche hat A gegen B, wie ist die Rechtslage, wer will was von wem woraus. Das ist was, das lernt ihr alles im Studium, das können euch andere auch viel besser erklären, sondern mir geht es darum, wie verhält man sich denn in manchen Situationen als Anwalt. Das heißt, ich würde euch heute einen Sachverhalt schildern, der sich vielleicht oder vielleicht auch nicht in meiner Kanzlei so zugetragen hat. Wir besprechen heute einen hypothetischen Fall, wo ich da gestanden bin und mir dachte so, weiß ich jetzt auch nicht, was macht man da? Ihr werdet also als Anwalt ziemlich oft konfrontiert mit Situationen, die man im Studium nicht lernt, sondern wo man sich dann fragen muss, wie verhält man sich hier am besten, was ist noch richtig, was ist auch berufsrechtlich in Ordnung. Das ist nämlich auch sowas, das lernt man schon in der Theorie. Ist sehr klar, sehr eindeutig, was darf man nicht. Wie setzt man das in der Praxis um, finde ich nicht immer ganz so einfach. Spoiler, ich habe für diesen hypothetischen Fall auch keine Musterlösung. Und in dem hypothetischen Fall hätte auch die Rechtsanwaltskammer keine Lösung. Zumindest ist man zuerst so und dann so beraten worden und dann hieß es, oder muss man sich nochmal besprechen und dann wird man zurückgerufen und vielleicht oder vielleicht auch nicht, ist dieser Rückruf bis heute nicht erfolgt. Heute wäre also die Idee, ihr hört euch einmal den Sachverhalt an und dann versetzt ihr euch in die Lage des Anwalts und dann macht ihr einmal Pause und schreibt mir in die Kommentare, erstens, ob ihr hier ein Problem seht überhaupt, kann man schon drüber streiten. Zweitens, wie hättet ihr euch denn verhalten, wenn ihr an der Stelle des hypothetischen Anwalts gewesen wärt? Packen wir es an, um was geht's? Ihr seid Anwalt, in eurer Kanzlei ruft jemand an, und zwar ein netter Herr. Wir nennen ihn jetzt mal, das habe ich mir überlegt, wir nennen ihn Max, den Mieter. Ein Mieter ruft an, weil er Probleme hat mit seinem Vermieter. Er hat also eine Kündigung bekommen und wir sagen mal, die Räumungsklage ist schon rechtshängig, also wir sollen ihn vertreten in einem Räumungsverfahren, wegen Eigenbedarf ist er gekündigt worden und so weit, so klar. Was macht man hier? Ganz klar, man zeigt sich bei Gericht an, übernimmt die Vertretung und schaut also, dass man bestenfalls nachweisen kann, dass entweder der Eigenbedarf vorgeschoben war oder diese Kündigung des Wohnraummietverhältnisses aus sonstigen Gründen irgendwie unwirksam war. Das ist also das Interesse des Mandanten. In erster Linie kann man sagen, Räumung verhindern, er will in der Wohnung bleiben, geht man zumindest davon aus. Soweit, so gut. Ich blende euch auch dann, wenn wir soweit sind, hier eine kleine Grafik ein, weil es wird vielleicht ein bisschen kompliziert. Zumindest könnte man den Eindruck haben, wenn man den Sachverhalt so erklärt, dass den nicht jeder auf Anhieb verstanden hat. Vielleicht oder vielleicht auch nicht. Weiter geht's. Wir haben also hier ein Mietverhältnis, Mieter Max gegen Vermieter Volker. Ja, das ist das eine. Und dann, deutliche Zeit später, bekommt ihr wieder einen Anruf in eurer Kanzlei und es ruft an ein Vermieter. Ein Vermieter. Und jetzt denkt ihr euch, kommt jetzt der Vermieter Volker. So leicht ist es nicht. Dann kommt der Vermieter Viktor. Vermieter Viktor ruft an und sagt, er hat ein Problem mit seinem Mieter. Wir nennen mal den zweiten Mieter Moritz. Also, wir haben auf der einen Seite Max und Volker und auf der anderen Seite haben wir Vermieter 2. Das ist also Viktor und Mieter 2, der Moritz. So, jetzt ist erstmal kein Problem. Was hat der Vermieter für ein Problem? Er möchte kündigen wegen Eigenbedarf und der Mieter weigert sich, die Wohnung zu verlassen, zu räumen. Hier auf Anhieb kein Zusammenhang erkennbar, oder? Soweit so langweilig. Jetzt kommt die Besonderheit an der Sache. Es stellt sich heraus im Nachgang, nachdem ihr, wie soll man es vorher wissen, nachdem ihr mit beiden Parteien schon gesprochen habt, dass der Mandant Max, der Mieter Nummer 1, die Eigenbedarfskündigung bekommen hat, weil der Sohn vom Viktor, vom Vermieter 1, ist der Moritz, und zwar der Mieter 2 aus dem anderen Mietverhältnis, der die Eigenbedarfskündigung bekommen hat von unserem zweiten potenziellen Mandanten, nämlich dem Viktor. Nachdem ihr das jetzt eher zufällig erkannt habt, es handelt sich ja um völlig verschiedene Parteien, jeweils mit anderem Namen und auch um verschiedene Mietobjekte, ganz separate Mietverhältnisse. Nachdem ihr jetzt diese Info habt, Frage an euch, ernst gemeint, seht ihr ein Problem, ja oder nein, wenn ihr jetzt beide Mandate führt?
Ich sage euch mal, was ich für Gedanken hätte in diesem hypothetischen Fall. Einerseits, eine ganz klare Interessenskollision kann es hier ja nicht sein. Wie gesagt, es sind nicht die widerstreitenden Interessen, die man hier vertritt. Es ist nicht der gleiche Sachverhalt und es sind nicht widerstreitende Interessen. Trotzdem ist es ja so, dass man auf der einen Seite für den einen Mieter darauf klagt, dass er in der, man klagt nicht, man verteidigt, dass er in der Wohnung bleiben darf, ist das Interesse erstmal, dass also die Eigenbedarfkündigung unwirksam ist, während man auf der anderen Seite für den Vermieter im anderen Mietverhältnis ja sich dafür einsetzt, dass der Mieter rausgeht. Wenn der Mieter rausgeht, würde er in die Wohnung reingehen, wo der eine Mieter sitzt im Moment. Ist klar, was ich meine? Rein faktisch muss man sagen, wäre es in dem Fall so gewesen, dass es eigentlich so war, dass wir in beiden Angelegenheiten den gleichen Gegner haben. Trotzdem wirken sich die Verfahren ja aufeinander aus. Ist das deutlich? Ist das verständlich? Also meine beiden Gedanken dazu erstmal, vielleicht Interessenskollision auf den zweiten Blick, zumindest Geschmäckle vielleicht. Ja, und auf der anderen Seite hier auch ganz großes Thema, Schweigepflicht, weil man in dem einen Verfahren natürlich Informationen bekommen hat, die sich auch auf das andere Verfahren eventuell auswirken würden. Und hier würde ich in einem hypothetischen Fall ganz gut darauf Acht geben, dass ich das, was vorteilhaft sein könnte, mir freigeben lasse schriftlich von der einen Seite, dass ich das wissen darf und auch weitergeben darf. Das muss man gut kommunizieren und schriftlich festhalten. Liebe Kollegen, liebe angehende Kollegen und auch die sehr geehrten Vorsitzenden, ja, gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich habe das schon besprochen mit Kollegen und war da auch, also da war alles dabei an Einschätzung von Vorsicht zu wo ist das Problem? Völlig verschiedene Mietverhältnisse, klar, Schweigepflicht, aufpassen und so weiter, aber Interessenkollisionen sieht man hier gar nicht und andere dann wieder, ja, sicher wäre ich mir nicht. Und wie gesagt, im hypothetischen Fall gehen wir davon aus, dass auch die Rechtsanwaltskammer sich nicht ganz sicher war. Falls ihr euch fragt, warum ich hier immer von Rechtsanwaltskammer spreche, es gibt da tatsächlich Durchwahlen für die verschiedensten Anliegen, die man als Anwalt so haben kann. Wenn ihr Fragen zum Gebührenrecht habt zum Beispiel oder eben zu solchen Themen, hatte ich auch schon mal, ich hatte mal ein ganz schlimmes Beratungsmandat. Da hatte ich auch schon mal ein Video dazu gemacht. Das war schwierig für mich, die Situation. Und da habe ich auch da angerufen und gefragt, was gibt's für Möglichkeiten? Kann ich hier irgendwas machen, ohne dass ich die Schweigepflicht verletzen würde? Weil man hat so den Impuls, man müsste hier irgendwie eingreifen und was machen. Aber manchmal sind einem die Hände gebunden. Also für solche Fragen kann man da anrufen und kriegt dann oft auch guten Rat und manchmal halt auch nicht. Aber grundsätzlich ist es eine gute Adresse als Anwalt, um sich mal hinzuwenden und eben verschiedene Themen zu besprechen. Ist es so ganz allgemein, ist es so, mein Gefühl und auch Erfahrung mit Kollegen auf der Gegenseite, es ist, man hat ja den Anspruch eigentlich, man ist Organ der Rechtspflege und ich habe dieses Bild von einem Anwalt, dass man besonders akkurat ist und sich gut an Recht und Gesetz hält und da vielleicht auch ein Stück weit ein Vorbild ist vielleicht und habe aber auch schon wahrnehmen müssen, dass das manche Kollegen nicht so sehen. Ich hatte auch schon mal erzählt, glaube ich, in einem Kanzlei-News-Video oder so, dass ich auf der Gegenseite teilweise die größere kriminelle Energie beim Parteivertreter gesehen habe als bei der Mandantschaft. Manchmal habe ich tatsächlich das Gefühl, ich glaube, da spricht man auch nicht so viel drüber, dass man sich auch in Grauzonen bewegen kann ein bisschen, zumindest nach meiner Wahrnehmung. Und da kann man sich dann entscheiden, das ist rechtlich einwandfrei, da ist überhaupt nichts zu meckern. Ja, das ist auf jeden Fall zulässig, wenn man sich so verhält, das darf man machen. Die Frage ist aber, die stellt sich schon manchmal, finde ich, sollte man? Und ich bin so vielleicht auch Schisser in mancher Hinsicht, kann man so sagen, aber vielleicht auch eine verklärte Idealvorstellung, aber ich möchte nicht mich in Grauzonen bewegen. Alles, was für mich, und wenn es nur ein Geschmäckle hat, sagt man hier, ja, das ist rechtlich okay, aber irgendwie ungut, ja, halte ich die Finger weg davon. Ich mag das nicht, ich habe da keinen Bock drauf. Ich will mir nicht Gedanken machen müssen, ist das jetzt noch okay oder nicht oder so. Und dadurch, an der Stelle macht man sich auch ganz klar Geld kaputt. Also man nimmt sich da die Möglichkeit, Umsatz zu machen. Man nimmt sich die Möglichkeit, einige Mandate zu führen. Muss man dann halt abwägen, was einem wichtiger ist.
es ist legitim, das so zu machen. Wie gesagt, rechtlich ist das ja in Ordnung, aber Integrität ist so das A und O, finde ich, und man muss in den Spiegel schauen können und will keine schlaflosen Nächte haben müssen und deswegen, ja, ist jetzt übertrieben für diesen Fall, diese Ausschweifung, aber an der Stelle fand ich es jetzt mal angebracht, auch darüber zu sprechen. Wahrscheinlich mache ich dazu auch mal noch ein Video. Also zu guter Letzt, was hätte ich gemacht, hypothetisch in diesem Fall, wenn ich hier der Anwalt gewesen wäre? Tatsächlich, ich hätte, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, und davon gehen wir hier aus, das zweite Mandat zurückgestellt. Ich hätte mich noch nicht bevollmächtigen lassen, keine Vollmacht ausgeschickt überhaupt. Ich habe da, sobald man das merkt, würde ich raten, sofort Bescheid geben bei der Partei. Vorsicht, ich kann noch nicht sagen, dass ich das übernehmen kann. Ich muss hier erst was prüfen, weil hier eine neue Info kam und möglicherweise haben wir hier eine Kollision und ich muss das erst checken. Und das wäre dann hier in dem hypothetischen Fall auch okay gewesen, das zurückzustellen. In dieser Zeit wäre es dann gelungen, im ersten Mietverhältnis, ich hoffe, ich habe es hier irgendwo eingeblendet, da schon einen Vergleich einzutüten. Hier wäre es dann auch so gewesen, dass das Interesse gar nicht mehr da war, in der Wohnung zu bleiben, weil Ersatzwohnraum schon gefunden wurde. Das heißt, man hat sich hier nur noch auf, was halt so offenbar noch geeinigt und ein, ich weiß gar nicht, Nebenkosten oder was auch immer, ja, hat man dann eingetütelt und dann ist man da gerne gegangen. Beide Parteien waren dann glücklich. Sobald das rechtskräftig war, dann die Vollmacht bekommen von der anderen Partei. Alles, was an Infos schweigepflichtmäßig wichtig gewesen wäre, abgesichert und dann ist das zweite Mandat weitergeführt. Und damit sehe ich hier überhaupt dann gar kein Problem mehr. Ja, das eine ist beendet, das andere fange ich jetzt erst an. So, da kann jetzt nichts mehr irgendwie widerstreitend sein an Interessen oder so. Und ich finde, auch da hat es dann überhaupt kein Geschmäckle, weil dann auch ja letztendlich beide Parteien auch von dieser Problematik auch wussten und das in Ordnung war. Wäre jetzt hier die Lösung gewesen, aber die muss man sich kreativ dann erstmal erarbeiten und ein bisschen jonglieren, bis ich jetzt da gar kein Problem mehr sehen würde. Vielleicht gab es auch gar keins. Bin ich da übertrieben mit meinen Geschmäckle-Vermutungen? Witzigerweise wäre es in dem Verfahren dann auch so gewesen, dass vor allem im zweiten Verfahren der Anwalt, wenn er dann die Verteidigungsanzeige vom gleichen Anwalt bekommt, dann auch merkt, oh, Spielchen kann ich hier nicht mehr spielen. Ja, man versucht vielleicht auf der einen Seite, auch wieder so macht man das, hier so behaupten und da so behaupten, weil man denkt, die wissen nichts voneinander und wenn dann die Vertretungsanzeige vom gleichen Anwalt kommt, dann darf es einem peinlich sein. Und dann hat man da auch ein bisschen leichteres Spiel. Das sind so die Gedanken eines Anwalts, zumindest eines hypothetischen Anwalts in dieser Geschichte. Ich bin sehr gespannt auf eure Einschätzung und ob ihr mal Bock habt auf so eine Art Format, dass wir sowas öfter machen, weil es doch manchmal vorkommt, dass man eben erstmal nicht so richtig weiß, wie man sich am besten verhält, weil man das nicht im Studium lernt. Das war's für heute. War doch schön. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn ja, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen und so weiter. Kommentare sowieso brauche ich heute unbedingt. Feedback von euch, bitte. Brauche ich. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend und bis hoffentlich nächste Woche. Ciao.